So, wir werden uns jetzt dehnen. Dieses Video ist ein Stretching-Paket. Das heißt, ich werde versuchen, jetzt wirklich alle Körperpartien mehr oder weniger zu dehnen, von Oberkörper bis Beine. Das heißt, ihr könnt dieses Video dann wirklich nach jedem Workout hernehmen und dann seid ihr auch genügend gedehnt. Los geht's! Wir fangen jetzt an mit der Nackenmuskulatur. Am Anfang mit der seitlichen Nackenmuskulatur. Legt den Kopf so ein wenig zur Seite. Spannt den Arm an, winkelt die Hand an. Legt den Arm an den Körper. Zieht einen Punkt an der Decke an. Haltet die Spannung. Und das gleiche zur anderen Seite. Das heißt wieder den Kopf seitlich neu. Einen Punkt an der Decke anvisieren. Den Arm anspannen. Und die Spannung. Nun die hintere Nackenmuskulatur. Umfasst den Nacken mit euren Händen. Kannst du mal so. Und bewegt den Kopf Richtung Brust. Ganz langsam und kontrolliert. Soweit es eben geht. Und dann wieder die Spannung. Sich aufwinkelt, das hintere Bein ist angewinkelt,
dazu die Beine in der Kreuzstelle. Das linke Bein steht nach vorne. Und jetzt ganz langsam Wirbel für Wirbel nach unten gehen. Versuchen mit den Fingerspitzen die Fußspitzen zu erreichen. Auf keinen Fall so weit runtergehen, dass es schmerzt. Der Schmerz muss immer angenehm. Jetzt steht das rechte Bein vorne und langsam wieder runtergehen. Dabei das Atmen nie vergessen und halten. Die Spannung müsste jetzt genau hier hinten zu spüren sein. Und jetzt wieder Wirbel für Wirbel hochgehen. So, jetzt dehnen wir unsere Wadenmuskulatur. Die Übung hatte ich zwar schon letztes Mal gezeigt, aber schadet, zweites Mal schadet nie. Die Beine hintereinander, die Fußspitzen zeigen nach vorne. Das Gewicht wird nach vorne verlagert auf das vordere Bein. Die Wadenmuskulatur des hinteren Beines wird gedehnt, und zwar jetzt die obere Wadenmuskulatur. 20 Sekunden halten und zurückgehen. Das Gewicht auf das hintere Bein verlagern. Nun legen wir die untere Wadenmuskulatur. Wichtig dabei wieder ein. Gerade Rücken und der Bauch angespannt. So, das Ganze auf der anderen Seite. Jetzt spricht das andere Bein. So. Beine stehen hintereinander. Fußspitzen zeigen nach vorne. Gewicht nach vorne verlagern. Der Rücken ist gerade. Und Gewicht nach hinten verlagern. So, jetzt dehnen wir die seitliche Beinmuskulatur. Dazu legen wir uns auf die Matte. Der Rücken liegt gerade auf. Das rechte Bein winkelt hier an. Das linke Bein legt ihr drüber in einen 90-Grad-Winkel zu euch. Ihr umfasst das rechte Bein mit euren Händen und zieht den Oberschenkel in Richtung Brust. Langsam und vorsichtig. So, die Spannung müsste jetzt genau hier zu spüren sein. Wichtig dabei ist, das Bein auf keinen Fall irgendwie verdrehen. Es muss schön gerade, schön parallel zur Brust sein. Und so weit es geht, so nah es geht, an den Körper ziehen und halten. Und gleichmäßig weiteratmen. So, das Ganze auf der anderen Seite. Das linke Bein abstellen, das rechte Bein wieder drüber legen, einen 90-Grad-Winkel. Mit den Händen umfassen. Und zur Brust ziehen. Mindestens 20 Sekunden das Ganze. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Zum Schluss nun ein kleiner Ausblick auf den Januar. Wir werden euch natürlich weiterhin meine Übungen liefern, die ihr am besten mindestens dreimal die Woche à 15 Minuten machen solltet. Dann wird es tolle Tipps für euer Ausdauertraining geben, ein Rückenspezial und viele Ratschläge für eine tolle und ausgewogene Ernährung. Ich hoffe, bis bald. Euer OJDQA.com Model Irina.